Aber das heißt, wir machen jetzt erstmal kurz Cards Against Humanity, damit Luca auch auf jeden Fall mitspielen kann, weil es ist ja immerhin ein Community-Stream für alle. Bei Stadtland Fluss, bei Cards Against Humanity sollten alle mitmachen können. Da soll es, glaube ich, keine Obergrenze für Leute geben. Also da, ist dafür sehr gut. Ich hätte jetzt einfach, nicht das genommen. Übrigens, da kann man es wirklich kaufen. Ich hatte da auch mal eins gefunden. Gut, wenn jetzt meins Asa da ist, gut, dann... da kam ein Link. Well, den gönne ich mir doch mal. Oh, warte. Da kam ein Link. Den gönne ich mir doch mal. So, Picture Cards. Schauen wir mal, wie es ist. Also, ich bin ein neuer Spieler. Spielername Sinu. Aha, neues Spiel. Spielname für die Mongolos. Ist ein privates Spiel. Okay. So. Spiel zum Link. Gönne ich euch ganz kurz. Also, wat dat? Wenn das Cards Against Humanity so funktioniert, hier, wie es funktionieren sollte. Was es grundsätzlich ist. Wir haben einen Kartenzar, der liest eine, Aussage vor. Wir spielen einfach die erste Runde. Okay, dann liegt eine Aussage vor. Dann habt ihr alle Karten auf der Hand und müsst eine Karte, oder teilweise mehrere, normalerweise eine Karte dazulegen, so dass es zu dem, was ich vorgelesen habe, wie ich der Kartenzar bin, möglichst witzig wird. Und ich darf dann entscheiden, was für mich am witzigsten war. Und der Typ, der es gelegt hat, bekommt einen Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. So, no time limits, das finde ich erstmal ganz okay. Wobei, wir kennen nicht mitspielen, das ist doof. Dann 60 Sekunden, das ist okay. Wobei, 60 ist ein bisschen wenig. Machen wir mal 120 draus. 2 Minuten sollte jedem reichen. Wir können auch weiterspielen, wenn jemand gerade essen gehen muss oder so. Vote Mode, in jeder Runde wählt jeder den Gewinner? Nein. Permazar, nein, der Gastgeber ist nicht immer Zar. Reveal one by one. Yep, das auf jeden Fall. Number 2 of 3 Planks. Die Frage hat nur eine Antwort. Nein. Das finde ich dann wieder so witziger. 5 Punkte, um zu gewinnen. Sehr schön. Spieler werden sofort deren Antwortkarten gezogen. Deren Antwortkarten kannst du selber eingeben, was das ist. Das finde ich okay. Machen wir mal zweimal. So, Rando-Bots, Robot, die 2 Karten spielen. Nein. 10 Karten in der Hand, das ist okay. Sekunden, um die Gewinnerkarte anzuzeigen. Also von mir aus auch 10 Sekunden. Ja, ist ein bisschen lang. 7 ist okay. 20 Spieler maximal. Ja, ihr halt, ne? 60 Dead Player Time. Ja, das können wir auch auf 120 machen. Glaube ich. Okay. So. Fuck. Sorry, verklickt. So, sind alle drin? Nochmal erklären, bitte. Hab's vorhin gestellt. Okay. Hab nur halb zugehört. Geh mal auf Decks. Um sich mal nach Humor oder Schwarz. Warte, Dex. Da. Geh mal auf Dex und sich mal. Warte mal, zeige die Karten. Okay. Ja. Fuck, wie komme ich wieder zurück? Search. Ah! Das sind jetzt nur die paar Karten, die wir haben, ne? Wie komme ich. Ah, warte, hier ist Dex Historie, das aktuelle Spiel. Ah, es öffnet einen Tab. Okay. Besuchen Sie die Decks. Search. Humor oder Schwarz? Gut. Genau, oben auf X und drück auf Use Deck. Search. Machen wir mal Humor. Schwarzer Humor. Noch in schwarzer Humor. Gut, ich weiß halt nicht, wie schwarz der schwarze Humor wird. Gut, das ist Cards Against Humanity. Eigentlich soll das hier schon irgendwo ein bisschen schwarz sein. Teilweise wird das auch zu dunkel, aber ich glaube, dafür ist das Spiel halt da, ne? Use Deck. Keine Ahnung, was ich mir jetzt gerade selber antue. Eine Klitoris zum Mitnehmen, Salvese Fünflinge, Wurstwasser-Cocktail, Darmkrebs. Darmkrebs ist immer gut, Darmkrebs funktioniert immer. Was ist das hier? Was das hier ist, ist Cards Against Humanity. Und du darfst da gerne auch noch mitmachen. Auf dem Link, wenn du Bock hast. So, das zweite ist gut. Warte, das zweite ist gut? Das heißt, wir usen nicht das, wir usen das da. Schwarzer Humor. Okay.
Schauen wir mal. Wahre Liebe. Der eigene kurze Rektal einführen. Schön, dass die Dinger genau nebeneinander sind. Wunderbar. So, das heißt, wir haben jetzt das Deck drin, würde ich sagen. Guck mal, jetzt haben wir Classic und schwarzer Humor. Genau, und da ist ein Nubi-Gym mit dabei. Schön. Und dann kann ich starten. Kriegst du mich, ey? Würde ich fragen, ist das okay? Wie gesagt, erste Runde erklären wir kurz, wie es geht. Mach mal ein paar mehr Black Cards rein. Wie? Da. Ah, hier sind 0 Black Cards bei dem gewesen, bei Liebe und Schmerz. Ah, das sind weißen und schwarzen. Guck mal, German-Deutsch. Das klingt doch gut. Hier, German-Deutsch Nummer 118, 28. German-Random. Hentai-Enthusiast! Jawohl, das muss mit rein. Danke dafür. Und jetzt haben wir genügend Schwarze, das sollte ausreichen. Jetzt haben wir mehr als genügend Karten. Ist das okay? Alle XD. Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Settings auf Blank Cards klicken. Settings. Fuck! Settings auf Blank Cards. Ach, du meinst, die sollen wir mit reinmachen. Ja, okay, dann machen wir ein paar mehr. Ich finde die aber teilweise auch witzig, einfach das zu machen, was man halt will. Ja, gut von mir aus. Zweistellig? Mit zweistellige Blank Cards? Dann schreibst du jedes Mal selbst was rein. Du sollst schon mit den Karten in der Hand spielen. Nein, zur Strafe werden es nur 3. Okay, wie es funktioniert. Ganz kurz, für all die es nicht kennen. Jetzt zuhören. Und zwar, jeder von euch hat Karten auf der Hand. Weiße Karten. Darauf stehen Begriffe oder Taten, was auch immer. Es geht durch, wer von uns der Kartenzar ist. Dieser Kartenzar zieht eine schwarze Karte. Dort steht dann irgendwas drauf. Wie zum Beispiel, sehe ich hier, erstmal, irgendwas drauf. Irgendeine Aussage. Von mir aus, ich bin Single, weil. Und dann habt ihr weiße Karten auf der Hand und jeder muss eine weiße Karte dort reinlegen, um mir zu sagen, warum ich Single bin. Und ich lese die nacheinander vor mit ich bin Single, weil ich schlecht rieche. Weil, zwei Zwerge, die in einen Eimer scheißen oder was auch immer auf der Karte drauf stand. Das waren Karten, die es wirklich gibt. Und ich entscheide dann, was ich am witzigsten fand. Und das wird danach, kriegt der Typ, der es gelegt hat, kriegt einen Punkt. Und dann ist der nächste Kartenzar. Es ist wirklich leicht zu verstehen, wenn wir es einmal spielen. So, ich bin so wie jetzt gerade Zar. Ich bin ja nicht homophob. Aber. Und jetzt solltet ihr da irgendwo weiße Karten haben, mit denen, die ihr irgendwie hinlegen könnt. Ihr habt dafür 2 Minuten Zeit. Ich würde euch bitten, die nicht komplett auszureizen. Es war nur, falls mal jemand wirklich hektisch gucken will. Wer gelegt hat, kriegt scheinbar den Haken. Einfach durchlesen, das, was passt. Wenn gar nichts passt, dann die Karten spielen, die am wenigsten witzig sind, weil ihr dürft dann nächste Runde eine neue Karte ziehen und habt dann halt eine weniger nicht witzige Karte auf der Hand. Macht das Sinn? Ich glaube schon. FBI, open up! Kreativer Sinn auf jeden Fall. Zum Glück bist du kein Hacker. Ich habe blind deinen Link geklickt und alles akzeptiert, was von mir erwartet wurde. Nice. Nimm keinen Link von mir. Ja, ja, ja. FBI, open up. Und mit dem X bei der Karten kann man die Karten auswechseln. Ah, okay, gut. Und dann gibt es noch Plank Cards. Das sind komplett weiße Karten und kann man selber etwas reinschreiben. Wenn euch die Karten auf der Hand überhaupt nicht gefallen und ihr die Idee habt, was zu dieser Karte passt, würde ich bin zwar nicht homophob, aber dein Arsch sieht geil aus oder sowas. Momentan bin ich nicht zu bösen Sachen aufgelegt. Genau, dann, so. Das heißt, ich bin ja nicht homophob, aber den Freund so Sisyphos zu umerziehen. Okay, das passt grammatikalisch nicht ganz so gut. Das Problem mit Deutsch, dass grammatikalisch immer ungünstig ist. Aber okay, von mir aus. Ich bin ja nicht homophob, aber ich... Okay. Ich bin ja nicht homophob, aber wie viel Kuh hat das Haar? What? Ihr wisst schon, dass ihr auf meine Karte reagieren müsst. Ich bin ja nicht homophob, aber steck ihn rein. Das ist doch was, zu dem ich stehe. Das ist doch gut. Au. Ich wäre nicht homophob, aber Fettleibigkeit. Aha. Aha. Ich bin ja nicht homophob, aber dafür fettleibig. Nein, steck ihn rein, finde ich gut. So, und damit kriegt Lore den Punkt. So, und dann wird der nächste genommen, nachdem das noch ein paar Karten angezeigt wurde.
So, okay, das war Play geklickt auf die Karte, die mir gefiel. Das war's schon? Ja. Dann wartest du, bis alle was haben, dann geht's weiter, genau. Okay, Hans kennt also 9 Live nicht. Perfekt. Sorry. Oh, warte, ich bin dran. Wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dich mögen, sondern um dich auszusetzen. Oh. What the fuck? What the fuck? Nein, das ist was Physikerisches. Okay, das ist auch nice. Und, aber das passt halt nicht. Es passt halt nicht ganz vom wie gesagt, links oben ist die schwarze Karte und das passt nicht ganz von der Grammatik her, aber ich finde die Aussage halt einfach super. Komm schon, das muss. Ich lese übrigens auch dann von mir aus immer wieder vor, weil ihr ja gerade nicht vorlesen könnt, weil ihr ja drin seid. Also, wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dich mögen, sondern um dich G auszusetzen. Um dich Boku no Pico auszusetzen. Lecker. Okay, wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dich mögen, sondern um dich Lepra auszusetzen. Nice, fang den Arm, gib mir die Hand. Wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dich mögen, sondern um dich 12-jährigen Gifthuntern auszusetzen oder um dich dem Gefühl auszusetzen, wenn dich 2 Eier beim Gangbang berühren. So, und jetzt darf halt, wer ist dran? Zapik, IMW entscheiden, was er haben will. Ich hab die Karte. Ist dein Ding, Lepra? Ah, ne, warte. Mr. Boostetti, da, 12-jährige Gifthunter, okay. Fuck, was hat jetzt gewonnen? Meins hat gewonnen! Jawoll! Der Gangbang ist halt einfach geil. So, die DSDS-Jury. Hier muss man übrigens 2 Karten spielen. Das heißt, erst die 1 abspielen, nach die 2 oder andersrum. Und es kommt in die erste Lücke und in die zweite Lücke. Die DSDS-Jury wird in der nächsten Staffel aus Dieter Bohlen und zusammengesetzt. Oh, fuck. Ich habe keine Leute. Nein, schade, es ist... Okay, das kommt mit rein. Ja, das Einzige, was noch halbwegs passen würde. Die Bombe würde auch Sinn machen. Das hier sind so viele Verschwörungstheorien. Das wäre witzig, passt aber grammatikalisch nicht. Ja, gut, komm. Und es ist jetzt auch noch. Ist gespielt. Okay, gut. Stimmt, ich hätte. Fuck, ich hätte was eingeben können. Ich vergesse die Plankcards immer. Stimmt. 1 und 2 für die Stelle, wo es hin soll. Genau. So, die DSS-Jury wird in der nächsten Staffel aus Dieter Bohlen, einer Furzantilope und dem allmächtigen Banabliste Rachenlord zusammengesetzt. Wird das Dieter Bohlen. Show Image. Und Peter zusammengesetzt. Aus Dieter Bohlen, Hans und den komplett geballten Kombinett AfD, also niemanden zusammengesetzt. Ey, ich und Dieter Bohlen. Wird aus Dieter Bohlen Osama Bin Laden und Schreck zusammengesetzt. Wird aus Super Mario der Held aller Proletarier und ein Penis, der breiter ist als Land zusammengesetzt. Dieter Bohlen ist doch schon drin. Hans gewinnt. It's something. Aber ja, die AfD mit niemanden als Kombinett, finde ich auch gut. Beim Gedanken an, brennt bei CDU-Wählern schon der Schrittmacher durch. Oh fuck, da hab ich genau das Richtige. Ich finde das gut. Wenn 2-mal selber geschrieben gewinnt. Wow. Wo kann ich eigentlich selbst schreiben? Okay, hier verwenden sie Image-GIF. Okay. Geben sie eine leere Karte ein. Genau, das ist da unten, da kannst du selber eingeben, was du sagen möchtest, wenn das hier nicht passt. Okay, warum nicht? Okay, die Karte ist an sich schon cool. Die ist high available, die muss man irgendwo sinnvoll einsetzen. Sehr, sehr schade, dass ich die Puffs nicht benutzen konnte. Okay, beim Gedanken an den Weltfrauentag brennt bei der CDU schon der Schrittmacher durch. Beim Gedanken an Aktionswochen bei Kentucky
schreit Ficken. What the fuck? Brennt bei CDU wieder schnell Schrittmacher durch. Bei Gedanken an Hans Schritt. Brennt bei CDU wieder schnell Schrittmacher durch. Ich werde das von Kixi Michael. Bei Gedanken an Crack brennt bei CDU wieder schnell durch. Oder bei der Gedanken an die Winra-Lizenz käuflich erwerben, brennt bei CDU wieder schon der Schrittmacher durch. Brennt sie das nicht bei jedem da durch? Wir müssen definitiv wiederholen. Ey, komm, komm. Wenn ihr das nicht wird, seid ihr selber schuld. Easy. Fuck, ich hab gerade musikalisch scheiße geschrieben. Ungünstig. Okay, geile GIFs, die trinken. What? Ach, GIFs. Das macht viel mehr Sinn als GIFs. Okay. Okay, Host. Zar. Oh, Zar wird eigentlich mit C geschrieben. Interesting. Okay, dann wenn Kixi eh die geilen. Ne, das ist das Problem, wenn du halt die ganze Zeit nur Playing Cards benutzt. A, weiß jeder, dass es 1:1 von dir geschrieben ist. Ich meine, interessant ist ja, dass es vom Spiel kommt und aus Versehen so passiert, ist mehr oder minder, aber egal. Also, was müssen wir mal wieder wiederholen? In die Badewanne kacken müssen wir definitiv wiederholen. So eine Scheiße aber auch. Deine Grammatik, ey. Ja, es tut mir leid. Ich habe es im Nachhinein gemerkt. Diesen Stream müssen wir definitiv wiederholen. Ey, das hat sogar gepasst. Den Froschkönig küssen, weil der eine Drogenkröte ist, müssen wir definitiv wiederholen. Wow. Sich einschätzen, müssen wir definitiv wiederholen. Dieser Stream. Ey! Ha, okay, das erklärt und die Grammatik geschrieben. War's nice, Lord. Okay, fuck, ich bin gerade nicht mehr Erster. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 35% wählen. Okay. Okay, das wäre auch geil. Okay. Nein. Eigentlich doch das hier. Also jetzt mal, wenn wir die Leute wirklich fragen würden, ob sie das wollen oder nicht, kann man diesen kurzen Abstecher doch mal immer ganz gut machen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 35% Zwangsarbeit einer kongolesischen Diamantmine wählen. Wenn es jetzt nicht stimmen würde, wäre es auch noch witzig. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 35% Ikea-Kottbüller aus Pferdefleisch wählen. Oh, die Blue Waffles wählen. Ah, ich hoffe nicht. Eklig. Das Ende von Frankreich wählen oder 35% würden bei Bundestagswahl Michael Jackson wählen. Ah, bei unserem Altersdurchschnitt durchaus, ja, gerade die Älteren wären da, glaube ich, gut mit dabei. Wenn man bedenkt, dass die Jüngeren schon viel mehr von ihm hatten. Schon wieder Lore. Okay. Ich finde es übrigens belastend, dass ihr zweimal die Option hattet vorhin, diesen Stream zu wählen. Einmal falsch, einmal richtig geschrieben und keiner es getan hat. Egal. Was für eine wundervolle Idee. Das kann auf keinen Fall schief gehen. Warum kriege ich immer die Sachen, die auf mich bezogen sind? Mir graut es jetzt schon. Ah, es steht sogar da, wer noch die Karten gegeben hat. Ich kann genau den anscheißen, der zu langsam ist, nicht wahr, Anubice? Es ist keine Vergewaltigung, wenn beide weinen. Was für eine wundervolle Idee. Uralte Regel, wer kennt sie nicht? Kann ich jetzt schon dafür stimmen? Im Blindenheim die Möbel umstellen. Was für eine wundervolle Idee. Okay, der ist nice. Der ist richtig nice. In der U-Bahn in die Ecke kacken. Was für eine wundervolle Idee. Ich meine, da ist eh schon Berg, das fällt nicht mehr auf. Meine gescheiterte Ehe. Was für eine wundervolle Idee. Okay, er ist auch gut. Das Spiel hier und jetzt verlassen. Was für eine wundervolle Idee. Okay, ich gehe da mal. Ich finde tatsächlich, im Blindenheim die Möbel umstellen ist eine sehr, sehr tolle Sache, die wir gerne mal machen können. Ich habe keine leeren Karten mehr. Oh je, ich bin in 30 Minuten wieder da. Spiel kein Shock Live ohne mich. Du kannst auch die normalen Karten benutzen, du musst keine Blank Cards auswählen.
Oh, verdammt. Dude, wir müssen... Also, okay, er ist tatsächlich gegangen. Nice. Okay, die meistgesuchten Pornokategorien auf Pornhub. Oh, die weiß ich sogar tatsächlich. Okay, warte. Da haben wir gute Sachen. Witzig wäre es, wenn es eigentlich 3, 2, 1 wäre, aber egal. Oh, das könnte bei Pornodarstellerin richtig gut ankommen. Okay, war das auf Platz 3? Das ist Platz 2. Ich könnte die größten Väter in aller Zeiten auf Platz 1 setzen. Fuck mal, ich habe so viele gute Sachen, ich mach das eh wieder falsch in der Reihenfolge. Egal, die drei meisten Pornokategorien auf Pornhub sind deine Geburt mit tauber Handfixen. Erst im Nachhinein feststellen, dass das nicht Inkognito-Tab war. Uff, nice. Eine Arschgeburt. Penis, nein. What the fuck, wenn ein bei Kacken das Pisswasser an die Rosette spritzt. Oh, geil. Am meisten gesucht, weil nicht gefunden, klar. Ein tödlicher Schwanzhieb in den Hintern. Eiweiß betonte Diäten. Studenten! Oh, nice, nur auf Platz 3, schade, immerhin. Und sich ein auf alte Kinderfotos von sich selbst runterholen. Geile GIFs, die dringend einen anonymen Schwanz brauchen. Oder einer Frau bräuchte sagen, dass sie nicht so faul sein soll. Ich finde die eigentlich alle super. Also ehrlich, Pornokategorien können eigentlich auch nie schlecht sein. Oh, wanna become famous? Alter, wenn ich famous werden wollen würde, würde ich hier nicht von Arschgeburten reden. Oder Penis Night. Kriegen Sie mich hier, sperre sie alle! Bannhammer! Go get it, boys! Okay, schön, dass auch Lore rausgequillt ist, der die meisten Punkte fast hatte. Also, die zweitmeisten. Okay, sehr nice, gebannt. Wunderbar. Sieht aus, als wenn sich... Warte mal, muss ich mich entscheiden? Nee, ich hab's nicht aufgeklickt. IMW! Du musst da mal was auswählen! Sonst geht's nicht weiter. Wem gönnst du jetzt die Punkte? Du bist mit Abstand Erster. Hast nichts zu verlieren. Aha! I got it! Es war halt wirklich alles gut. Klick mal oben rechts auf Plaudern. Ah! Es gibt einen Chat! Nice! Ich will jetzt nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden! Okay. Du hast meine Mutter früher... Das hat meine Mutter früher zu mir gesagt. What the fuck? Fuck, da muss ich fast so eine Blankcard benutzen. Ich mag Blankcards nicht so sehr. Fuck, ich hab... Fuck, mir fällt auch spontan nichts ein, was ich in die Blankcard eintragen könnte. Goddammit, die ist kacke. Burn ich halt kurz. Und hier können wir Nachricht eingeben. Okay, gut. Fuck, Mann. Okay, dann. Weil du früher hat früher immer zu mir gesagt, Darcel Avis von der Telekom, der böse Zwillingsbruder von Marcel D. Avis. Darcel, nice. Den deutschen Steuersatz, das waren ein paar Läden looten, Hitler. Ja, Hitler gewinnt immer, ne? Also, da wollen wir nicht lange drüber reden. Was? Oh mein Gott, ich hab einen Punkt bekommen! Nice, ich bin voll auf der Aufholspur. Bin mal gespannt. Ja. Das AfD-Parteiprogramm besteht hauptsächlich nur aus... Oh, das ist gut. Wie schön es überhaupt so sein hat. Oh, natürlich. Natürlich. Okay, wobei ich erwarte da Großes von euch. Also, da kann man mal ordentlich zuschlagen. Fuck, das ist schon meine Karte. Oh mein Gott, dass sowas kommt. Okay, das AfD-Parteiprogramm besteht hauptsächlich aus Kinderschlagen. Scheiße.
Mal schauen, wer meinen Humor trifft. Okay. Außerdem klar. Oh, that's too much on the nose. Wird hauptsächlich nur aus einer Atomrakete in Penisform, damit du einen Feind-Terminator ficken kannst. Oh, nice. Aus der Zweite Weltkrieg und dem Holocaust. Das hätte auch gepasst. Okay. Das ist, wenn du weißt, was ich meine. Wenn du weißt, was ich meine. Ah. Fuck. Ich hab nur scheiß Karten auf der Hand. Ich würde gerne. Aber man kann ja burnen, ne? Mit der X oben hieß es ja. Guck mal, das da kann raus. Dann. Das hier kann, glaube ich, raus. Ja, spiele ich die mal. Fuck, ne, jetzt noch raus. Egal, passt schon. Wir holen schon noch auf. Wir brauchen keine gute Karten zum Aufholen. Wir brauchen nur die richtigen Momente und den richtigen Humor. Also, Hans Skill, wenn du weißt, was ich meine. Ein Städter während einer PowerPoint-Präsentation. Ein Ständer, oh fuck, oh, der das, au. Das ist noch schmerzhafter als ich den Zeh an der Claymore schon, wenn du weißt, was ich meine. Pornhub and Chill, wenn du weißt, was ich meine. Okay, das letzte macht wenigstens viel Sinn. Wobei, ein Ständer während der PowerPoint-Präsentation, wenn du weißt, was ich meine. Ich werfe für das letzte oder das mittlere. Nice, Pornhub and Chill, wenn du weißt, was ich meine. Okay, Luca, den Punkt hast du hier verdient. Gönn dir. Oh, ich bin zahm. Schniedel raus für Dicks out vor Harambe. So sieht's nämlich aus. Fuck, jetzt habe ich einen eigenen Witz schon gebracht, ne? Erster Punkt. Gratulation, Luca. Also, mir tut der Rücken weh, von viel zu viel aufrecht sitzen. Wenn man so einen Stock im Arsch hat, ist das schon sehr, sehr schmerzhaft. Wobei, der würde jetzt das unterstützen, dann würde es leichter werden. So, I'm W. Du musst nicht so viel überlegen, du bist eh Erster. Okay, Schniedel raus für Dr. Karl Theodor, Maria Nikolaus, Johann Jakob Philipp Franz Josef Silvester, Bullfreiherr von und zu Göttenberg. Der hat's verdient. Schniedel raus für Vera Intwen, die humorvolle Humanistin aus der einfühlsamen Eifel. Nice. Schniedel raus für schwule Mädchen. Das ist doch ein Lied, oder? Also schwule Mädchen ist ein Lied, das weiß ich. Schniedel raus für Pädophile oder wie ich sie nennen würde, Pizzas. Es tut mir leid, eigentlich wollte ich die Humor von Humanisten aus der einfühlsamen Eifel nehmen, aber die Beta-Tester, die haben es halt einfach gerissen. Uff! Scheiße, dass es so eine Karte überhaupt gibt. Wir haben schon eine Flankcard, oder? Okay, das war gut. Ja, das war echt gut. Der Patient zeigt als Symptom wahrscheinlich eine Folge von. Well, das ist easy. Nehme ich an. Zumindest um Karten loszuwerden. Fuck! Jetzt hätte ich die Landmine mit meiner Claymore verbinden können. Dammit! Aber ich weiß genau, wo man die Landmine gut benutzen kann. Daher kommt das doch sinnvoll. Mann, da hätte ich was Gutes für. Achso, du bist gerade dran. Das ist immer ärgerlich, das sehe ich ein. Kannst du in den Chat schreiben, dann passt das auch. Kannst du natürlich keinen Punkt... Warte, stopp! Schreib nicht in den Chat, weil dann kennen wir die Karte. Das ist für uns nicht mehr so wichtig. Witzig, das ist auch doof. Mir fehlt eine Plank-Card. Ha, schade, dann hätte ich was Feines. Ja, ich gebe zu, für solche Momente wäre vielleicht eine Plank-Card auch ganz gut gewesen, aber ich mag die einfach selber nicht so. Vielleicht, wenn wir es nochmal spielen, dann mit mehr. Aber wie es aussieht, das ist jetzt erstmal Shellshock Live dran. Okay. Der Patient zeigt legale Kinderbonus als Symptom. Wahrscheinlich eine Folge von der AfD-Machtergreifung. Nice. Der Patient zeigt den belgischen Kinderschänderring als Symptom. Wahrscheinlich eine Folge von Inzestverbot nach dem Strafgesetzbuch 143 Paragraph. Nur so ähnlich. Der Patient zeigt bei der Black Lives Matter Demo mit einem White Power Shirt rum auf mal als Symptom. Wahrscheinlich eine Folge von einem kaputten Kondom. Okay, das war mein Gewinner. Der Patient zeigt Kühe-Umschubs als Symptom. Wahrscheinlich eine Folge von Bullen. Das passt auch gut.
Aber für mich wären es die Black Lives Matter Sachen. Nice. Nice. Ich muss jetzt immer von links nach rechts, von dem Chat auf den Chat gucken und kann mich nicht entscheiden, wo ich zuschauen soll. Ist das anstrengend? Okay, IMW muss ich schon wieder entscheiden. Du hast doch auch die schwersten Karten, um sich zu entscheiden. Ich kann mich nie entscheiden. Exakt. Uff. Okay. What the shit. Anubichen. Hey, der erste Punkt für Anubichen. Woo! Das kaputte Kondom hat's gerissen. Oh, aus Versehen, die Wortwitze sind noch die besten Wortwitze. Wir können hier ja die Hälfte schreiben. Ich schreibe gerade nur hier. Achso, ja, genau deswegen. Und die inzwischen andere Hälfte. Nice one. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Waffen man im dritten Weltkrieg kämpfen wird. Zitat von Einstein. Aber im vierten wird man mit... Hey, komm, ganz klar. Ansonsten kriege ich die Karte nicht los. Oh nein, warte, stopp. Wobei, nein, das passt schon. Von mir aus. Ich kann auch mal eine Runde nicht gewinnen, sagte er. Als zweiter Platz. Also, komm schon. Das passt. Wobei, ich muss das noch immer benutzen. Das ist auch okay. Okay. Fuck, jetzt bräuchte ich meinen Penis-Atomrakete. Ja, die wäre gut. Du hast damit vorhin trotzdem gewonnen. Das stimmt. Auch wieder. Ich habe keine Ahnung, mit dem dritten Welt gekämpft wird, aber im vierten Welt wird dicke Dartspieler gekämpft oder mit Rosettenseife. Man muss sogar kurz aufheben. Oder kämpft man mit Krombacher, Oettinger, Bitburger, Wels, Becks, Paulaner, Warsteiner, Hasseröder, Radeberg, Erlinger und Augustiner oder mit der Antimaterie-Bombe. Dankeschön. Hätte ich da gerade something. Ja, habe ich nicht verdient, aber egal. Herr Ober, das ist in meiner Suppe. Das passt grammatikalisch wieder nicht. Wir haben jetzt gerade dran. Ah, Kissi Michael, okay. Okay. Es ist. Na. Okay, ist eigentlich auch nicht schlecht. Nein, gut, komm. Ich will das irgendwann mal haben, deswegen passt das schon. Oh, ich bin schon wieder. IMW, ich bin mit dir auf Platz 1. Pass auf. Die anderen machen irgendwie keinen Sinn. Ja, gut, das stimmt. Herr Ober, das ist ein Haar in meiner Suppe. Oh, hat mich was Haar bekommen. Herr Ober, das ist der Mann mit dem Koks in meiner Suppe. Das ist der Marcel Davis-Person in meiner Suppe. Was? Die kenne ich gar nicht. Wer ist Marcel Davis? Das kam vorhin schon mal. Mit Darcel oder Darcel Marvis, ne? Egal, ich werde der Erste sein, der einen Themenpark eröffnet. Komm, das macht Sinn. Ich meine, bevor das Ding wirklich eröffnet wird, kann man auch den Themenpark darüber bauen. Wobei ich noch irgendwo vielleicht war es ja Manuel Neuer mit einbauen möchte. Ah, warte, ich nehme mich ja, hat neue Hintergrundmusik geschickt. Erstmal auf den Ding klicken. Kann ja gar nicht so schief gehen. Nachdem Barter werden fast... Ah, Marcel Davis. Leiter für Kundenzufriedenheit, alle Spots. Ach, der Typ ist das. Das ergibt Sinn. Hallo, ich bin Marcel Davis. Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. Wenn Sie eine Frage zu... Ja, den kenne ich. Warte, da. Fuck. Also nicht fertig, wunderbar. Habe ich schnell genug getippt. Okay, das ist Marcel Davis. Ich kann mir den Namen eh nicht so merken. Okay, gut. Also, ich werde der Erste sein, der einen Long Dong Silver, der aus seinem Penis ein Ballonhündchen vorm Themenpark öffnet. Ist aber viele Attraktionen da drin. Der Erste sein, der einen Galileo Mystery Themenpark öffnet. Da will ich reingehen. Der schon keinen 20 Themenpark öffnet oder der meine Eier nach 2 Monaten unabspritzten Themenpark öffnet. Aber so eine Kunstausstellung. Hier sind sie groß, dick und blau. Und noch behaarter als vor 2 Monaten. Ja, okay, Galileo Mystery. Auch okay. Kann ich auch mitleben. Also ich habe noch nie so ein ausgeglichenes Spiel. Also dass viele bei 1 und 0 sind, ist relativ häufig. Aber 1, 2, 3, 4, 4. Respektable Leistung dafür. Hey Dude, willkommen zurück.
Wir sind immer noch in dem einen Match mit drin, bevor du rausgequittet bist. Du hast schon ein paar gute Sachen verpasst. Also man kann auch, ich nehme an, ohne Blank Cards hier ganz gut. Oh, ich bin dran! Ich habe da ein Gefühl. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Weltfrieden! Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Aber eh die komplett erreichen. Looping Louis! Alkaida! Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Oh. Gina Wild, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Bruder Spaghettos, der Prophet der Kirche des Friedensperkini-Monsters. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Nein. Nein, ich habe bei Lupi Nui Al-Qaida Sonderedition ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Kann einer den Link schicken? Möglicherweise kann ich zurück. Dann können wir gleich. Ich auch live spielen, das stimmt. Warte, ich habe den Einladungslink nicht mehr. Der müsste ja theoretisch hier irgendwo. Also, man kann den Chat größer und kleiner machen! Wie ich gerade außerdem gemerkt habe, da. Kann man nochmal ganz kurz kopieren. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich nehme an, nein, aber man kann es ja mal probieren. So. Okay, aber warte, wenn du die nächsten 15 Minuten anrufst, geben wir dir oben drauf. Okay, das ist eigentlich auch immer was Gutes. Okay, was kauft der Typ da vorher? What the fuck? Ja, komm, hier, gönn dir. So, aber warte. Wenn du in den nächsten 15 Minuten anrufst, geben wir dir Udo Voigt von der NPD obendrauf. Oh, wollen wir keine haben. Wenn du 15 anrufst, geben wir dir die Barbara Schöneberger Sexpuppe mit Saugmechanismus, elastisch Walus und posierender Pussy obendrauf. Oh, ich würde zwar eher unten liegen haben, aber auch okay. Wenn du 15 Minuten anrufst, geben wir dir das Spritzgeweck vom Fickonhaus. Nee. Obendrauf. Wenn du jetzt einen anrufst, geben wir dir die Schamhaare aus dem Duschabfluss obendrauf. Ich bin der Einzige, der hier eklig ist, oder? In den nächsten 15 Minuten geben wir dir ein benutztes Kondom obendrauf. Ja, ja, da hat die Barbara Schöneberger Sexpuppe definitiv gewonnen. Bin drin und gewinne jetzt Call. Alles da. Happy Bleed. Nice. Warte, ich muss hier ein bisschen leiser machen, dass es zu laut wird, ne? Dammit. Aber das können wir kurz ein bisschen lauter machen. Okay, da. Würdest du eher ha-ha-ha oder ha-ha-ha? Ich habe hier noch zwei Blank Cards, ne? Oh, die kann man jetzt sinnvoll einsetzen. Okay. Fuck. Scheiße. Ja, ich weiß, was man machen kann. Okay, das heißt, wir müssen die Plank Card jetzt rein. Okay, wir haben noch 67 Sekunden Zeit. Oh, ich hasse Plank Cards. God damn it. Scheiß drauf. Burn wir nochmal die Runde. Das hier nehme ich noch mit raus. Das kann mit raus. Das ist cool. Das. Fuck, egal. Ich musste das einfach nehmen, genau, wenn das wieder nur gute sind. Einfach, weil ich es konnte. Genau, ich habe noch alle XC, nice. Ich auch, mir fällt nie was ein, mir halt auch nicht. Okay, würdest du eher Heroin vor der Grundschule verkaufen oder ins Waschbecken kacken, obwohl alle Knoten frei sind? Einfach, weil es lustig ist. Gute Frage. Würdest du eher ein zweites Arschloch oder mein Beziehungsstatus? Na, viel wie das Verb. Würdest du eher eine Line Koks vom Penis des besten Freundes ziehen oder einen Blowjob von einer Handpuppe bekommen? Schwere Frage. Würdest du eher das Blut Christi oder Kinderpinguin? Würdest du eher sich an erster Stelle einfach für Mehmet freuen oder ihn rausholen? Okay. Was hat gewonnen? Anubichin. Fuck, was war das? Egal. Studien ergaben, dass gut für die Gesundheit ist. Ah, oh, okay. Das Kondom war super. Ja, das ist. Ja, immer. Kondome sind immer toll. Deswegen soll es immer einen dabei haben. Bildungselite Ahu. Warte. Wir machen ganz kurz nochmal das wieder. Warte, Master Davis können wir schließen.
das wieder auf die ursprüngliche Lautstärke. So, okay. Also, was ergaben denn Studien? Praxis ist wie eine Einzahl. Das könnte sein. Das war die Sonneborn. Okay, nice! Ich hab das perfekt. So nice, IMW, das will ich sehen. Okay, dann. Spannungsbogen erhöhen. Oh, wir sind schon 3 Mann bei 4. Ach du Scheiße. Ach ja, fürs Protokoll. Singular, Plural ist egal. Genau, ich lese da drüber. Das hättest du sagen können, bevor wir drin sind. Studien ergaben, dass das amerikanische Gesundheitssystem gut für die Gesundheit ist. Diese Studien sind gefälscht, da bin ich mir zu 100% sicher. Studien ergaben, dass sich eine vollgeschissene Klobürste in den Arsch schieben gut für die Gesundheit ist. Ich finde das immer noch gut. Was reingeht, muss auch rauskommen. Studien ergaben, dass 100% organisches Fairtrade-Bio-Kokain aus regionalem Anbau gut für die Gesundheit ist. Da haben wir es schriftlich. Dass ein Hirntumor für die Gesundheit ist, das ist das Pflaster eines Wals ficken. Jetzt echt, okay, der Hirntumor, der sehe ich ein, der kann gewinnen. Oh fuck, Comeback von Law. Das Gekorte. Verleiht Flügel. Also ich finde meins gut, ich will mir den Punkt geben. Da bin ich mir zu 100% sicher, das Ding habe ich. Das ist eingesteckt. 10 Helikopter, Rotkäppchen, Sekt, Intus, verleiht Flügel. Hektoliter, goddammit. Eine Frau ohne Arme um einen Stummeljob bitten, verleiht Flügel. Oh. Ja. Die Waffen-SS verleiht Flügel. Uff. Die Rode in der Peitsche verwendet Sklaven verleiht Flügel. So sieht's nämlich aus. 1945 verleiht Flügel. Ja, Adolf hat so Flügel verloren auf jeden Fall. Komm schon. You can do this. Give me my best luck. Nein! Nein! Ja, okay, das gibt auch Flügel. Mann! Oh, GG, das waren die 5 Punkte. Ein W hat gewonnen! Okay, Gratulation dafür. Das war mal witzig, das können wir mal wieder machen. Aber erstmal, damit wir ein bisschen Action reinbringen und wir mal eine neue Hintergrundmusik mit dazu bekommen, geht es rüber zu Shellshock Live.